Hey meine Rabauken und herzlich willkommen zu einer fresh neuen Folge Minecraft Lucky Blocks King. Letzte Folge, Leute, 17.000 Likes habt ihr rausgehauen, ultra sick. Da bringen wir natürlich prompt eine neue Folge heute mit Max, Baukasten, Tagträumende, Kalli und Dönerröschen. Regeln eigentlich wie immer, Leute, ihr wisst Bescheid. Wir haben heute die Hypnosis-Insel, Preston-Insel, Astral-Insel, Waterus-Insel, Spiral-Insel und die TNT-Insel. Wenn ihr mehr Lucky Block King möchtet, werde ich mich natürlich an dieser Stelle wieder über ein Däumchen nach oben freuen und wenn ihr den Abo-Button Was war das? Wenn ihr den Abo-Button flankt, damit ihr keine Folge verpasst, dann seid ihr nämlich Abonnent von meinem Kanal. So, Regeln wie immer, Leute. Das heißt, wir mischen erstmal ein bisschen diese Bücher durch und müssen bestimmen, wer denn welche Insel bekommt. Ich würde sagen, wir machen hier so. Ich würde sagen, das reicht an dieser Stelle eigentlich auch schon. So, okay, dann fangen wir mal an. Max bekommt die Spiral-Insel. Zack. Baukasten bekommt die Astral-Insel. Tagträumende bekommt die Preston-Insel, Kali bekommt die Water-Insel. Ja, welche sind denn jetzt noch übrig? Dönerröschen bekommt die TNT-Insel. Und welche habe ich? Hypnosis. Ja, ist nicht schlecht. Nehme ich gern, würde ich sagen. Okay, Leute, dann machen wir mal den Game Mode 0. Dann machen wir slash Spawn Point. Und jetzt looten wir erstmal die Kiste. Wir haben eine Spiral, eine Rainbow Pickaxe, meine ich. Tacos, Holz, Candy, Blöcke und hier ganz viele Lucky Blocks. Nightmare, Horror, Flower, die normalen, die Doctor Who und die Dory. Let's go. Flower Lucky Block. Blub. Oh, ist das etwa... Nein, ich dachte, das ist ein One-Hit-Schwert, weil die Flower... Was geht denn hier? Aber die Flower haben auch so ein nices One-Hit-Schwert. Heute im Battle. Oh, Netherwarzen nehmen wir mal mit für vielleicht Pizzen, wenn wir sie craften können. Okay, ich habe so viel Müll jetzt schon wieder im Inventar, Leute. Schmeiße ich alles mal weg. Die Mitte gibt es außerdem heute im Battle. Das heißt, die ist auch jetzt schon offen, sage ich mal. Das heißt, man kann jetzt auch schon da... Was ist Lava Rose? Es gibt definitiv eine Lava-Rose-Rüstung. Kann man da etwa? Nein! Schade, wieso geht das nicht? Okay, dann weiß ich nicht, ob man die gebrauchen kann, Leute. Die normalen. Oh, da haben wir ein paar Erze auf jeden Fall schon mal. Dann craften wir uns definitiv hier schon mal ein bisschen Rüstung, falls jemand auf die Idee kommt, hier einen frühen Angriff zu starten, Leute. So, und dann hier erstmal diesen ganzen Müll wegschmeißen. Aber okay, Mensch. Die Lava-Rose hebe ich mal auf. Ich weiß nicht, für was man die gebrauchen kann. Vielleicht kann man da ja doch irgendwie was Cooles mitmachen. Und ich würde sagen, wir rushen da noch, bevor wir Sandstorm-Bogen, bevor wir unsere Insel anfangen abzubauen, würde ich sagen, rushen wir definitiv erstmal noch in die Mitte. Sandstorm. Da kann ich mir definitiv ein Schwert machen. Lass mich mal kurz checken, was das... Was? Hä? Guckt euch mal diesen Bug an. Let's go. Hä? Hey, ich habe mir Transcendent 18er Schwert gemacht. Hey, das ist ja mega der komische Bug. Okay. Ach, das geht gar nicht. Da kann man sich gar kein Schwert mitmachen. Kann man sich? Ach, Rüstung auch nicht. Ja gut, dann kann ich das ja leider nicht gebrauchen. Mann. Okay. Ein Holzschwert. Ein Coffee Sword. Oh, da haben wir nochmal den Sandstorm-Bogen. Den hatten wir ja aber schon. Doctor Who. Okay, das ist... Ich kann mir das immer nicht merken, Leute. Cyber Alloy. Okay, ich glaube, das ist so gut wie... Dia oder sogar besser als Dia? Ich weiß gar nicht. Oh, der... Oh, Time Lord Bow. Der hat Glück. Okay, Leute, dann werten wir den mal auf. Wir sollten ja... Ich habe leider nicht so viel Gold. Wir werten ihn dann... Ein bisschen werten wir ihn auf. Ein bisschen Glück hier. 30, 36, 42, 48. Vielleicht kriegen wir ja noch Pfeile. Das wäre ganz geil. Level. Die letzte Reihe, Lucky Blocks, die Dories. Das sind eine Goldrüstung, braucht kein Mensch. Nochmal Dory. Enchantment Table. Hab ich? Ich hab Lapis. Let's go, Sandstone Bogen. Den Stärke 2. So nice, Alter. Kann man den auch verzaubern? Nee, das geht leider nicht. Okay, das kann ich verzaubern. Schärfe 1. Jawohl, 19 Damage. So muss das sein. Jetzt hier noch meine Emerald-Rüstung schnell verzaubern. Schutz 3, Alter. Komplett OP. Let's go. Dory. Haha. Oh, der hat auch so eine... Oh, Alter. Oh, wurde von Max zu Tode geprügelt. Mega geil, Alter. Alle haben diese Kanone bekommen irgendwie. Oh, die ist relativ stark. Ey, ganz ehrlich. Okay. Oh, ein Beacon. Ja, den können wir leider... Ey, unterlassen Sie das bitte. Den Beacon... Okay, dann der letzte Lucky Block. Eine Angel. Okay, Angel funktioniert hier aber leider nicht. Ab in die Mitte. Da springt jemand. Der hat jemand kranken... Oh, da war TNT. Nee, doch, kein TNT. Okay. Gut, wir sind der Erste in der Mitte. Die anderen scheinen da nicht so interessiert zu sein. Umso besser für mich. Zack. Oh. Okay. Mir wurde gesagt... Oh, das war... Glaze... Alter.
Okay, das ist aber leider nicht so stark. Da ist mein Transit-Schwert doch deutlich besser. Die Sache ist, ich habe gelesen, dass die Puffys immer noch OP sind. Weil, wow, nein, du Sau. Alles voller Puffy-Fisch, Schweinchen. Nice, haben wir. Okay, sehr schön. Und dann haben wir hier noch... Wir hatten doch noch mehr Spawn-Eier, oder? Okay, dann schmeißen wir erstmal... TNT kann man immer gebrauchen, nehmen wir mal auf. Aber die Goldrüstung, daraus kann man eh nichts craften. Das kann also auch weg, Gold kann auch weg. Oh, hier Enchanted Golden Apple Chaos. Let's go. Er gibt mir mal ein paar enchantete Gold-OP-Äpfel hier bitte, ja. Habe ich immer ganz gern. Oh, 2 hat er sogar gedroppt. Nice. Okay, wie viel haben wir bekommen? 18. Okay, da kommt einer in die Mitte. Ich esse einen OP-Gold-Apfel, ich habe eh genug. Let's go. Komm her. Der kriegt keinen Knockback. Aber er hat keinen Knockback bekommen, keine Ahnung wieso. Ich brauche auch, ich brauche safe auch so eine No-Knockback-Rüstung oder Potion oder was auch immer. Ich habe irgendwas ins Inventar bekommen, aber was? Ah, die Strengthening Lucky Chestplate. Oh, der kommt schon wieder, Leute, der will Stress. Oh, pff. Was haben wir denn hier? Oh, Alter, mega viele Diamanten. Gib mir die Diamanten. Jetzt ist die Mitte halt komplett broke. Hier löst irgend... Hier öffnet irgendeiner die Blöcke. Ach, der ist hier. Alter, der spawnt Wölfe mit seinem Schwert. Ey, komm, ich hab so ein starkes Schwert. Oh Gott. Okay, OP-Gott-Apfel, so. Okay, OP-Gott-Apfel gemampft. Ja, jetzt... Oh, zieh ich ihn überhaupt was ab? Ich muss ihm was abziehen. Ich hab so ein starkes Schwert. Alter. Okay, wir bauen uns hier mal hoch. Ich hab irgendwie Übelkeit. Kuckuck, hinter dir. Oh, der tankt, Mann. Der tankt. Oh Gott, ich sehe nichts mehr, Alter. Ist ja oh yeah. Aber ich habe, oh Gott, seine ganzen Wölfe. Okay. Hey, weg mit euch. Okay, nächster Block hier. Schnell abbauen, bevor der wiederkommt. Oh nein. Aber das ist gut. Da sind, oh nein. Komme ich irgendwie raus? Wir bauen mal ein bisschen unsere eigene Insel ab, Leute. Wir haben jetzt hier uns gut die Mitte gegönnt. Was haben wir da? Das Queen Sword ist 12 Damage. Ist ja lächerlich. Und hier nochmal 12 Damage. Lächerlich. Und oh, 9 Damage. Lächerlich. Okay, ich würde sagen, wir sammeln ganz viel von dem Undergrowth Material und machen uns daraus dann richtig nice an. Oh, das sieht stark aus. Golem Lucky Po. Oh. Und dann machen wir uns da irgendwie ein... Oh, das klappt, glaube ich. Guck mal, ich habe schon 9 Golem, 9 Undergrowth. Da kann ich mir wirklich eine übertrieben heftige Rüstung mitmachen. Okay, mit den ganzen Schwertern, da kann ich natürlich leider nicht so viel anfangen. Golem Helm, Schutz 4, unzerstörbar. Let's go, Alter. Und es wird OP. Ich habe schon so viel... Oh, Pfeile. Nice, Pfeile. Das ist exakt das, was ich gebraucht habe. Gott, was schmeiße ich denn weg? Die Tacos behalten wir mal. Hier, das Lucky Sword, das kann weg. Pfeile, sehr schön. So, jetzt testen wir mal, wie stark dieser Bogen ist. Der schießt? Wow, was ist das? Der schießt keine Pfeile. So, aber der hat keine Unendlichkeit leider. Das ist nicht so nice. Und eine Golem-Hose. So, zack. Das ist verdammt gut, Mann. 14,5 Rüstungspunkte. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Problem ist, ich weiß nicht genau, ob ich jetzt hier noch geilen Stuff aus den Hypnosis rausbekommen kann. Außer diese, das ist normale Bögen, das brauche ich nicht. Was ist das für ein Schwert? Nee. Oh, Enchanted Golem. Das nehme ich mir safe. Okay, Jonas greift an. Holy shit. Okay, wir checken hier mal ab. Sind hier noch irgendwelche? Hier ist halt nichts mehr. Die gesamte Mitte wurde schon abgebaut. Diese Geier. Oh Gott, jetzt komme ich hier gar nicht raus. Wo ist meine Spitzhacke? Oh Gott, hier sind irgendwelche Barrier-Blöcke oder so. 20 hat das Undergrowth Sword. Das sehe ich jetzt erst. Oh, ich habe irgendwas bekommen. Ist hier irgendwo, wo ist meine... Nein, mein Enchantment-Table wurde gelöscht. Nein, ich hätte verzaubern können. Aber es ist auch so besser mit 20 Damage. Okay, wir passen mal kurz auf. So, wir nehmen das auf jeden Fall. Wir brauchen alle Tränke hier unten in der Leiste. Safe. Nein, sie hat das Gottschwert. Oh Mann, ich bin echt nicht so geil ausgerüstet irgendwie. Ja, ich meine, ja, schon nicht schlecht eigentlich. 20er Damage-Schwert immerhin. Die Frage ist, wen, also die liebäugeln da schon ein bisschen. Die wollen sich wohl gegenseitig attackieren. Oh, da ist ein Redstone-Block. Ich könnte seine ganze Insel mit den TNT sprengen. Das wäre so lustig. Ob er sieht, wenn ich mich da ansneake? Nein, safe sieht er das nicht, Leute. Ich versuche das mal mit dem TNT. Das wäre so geil, wenn das klappt. Oh Gott, das klappt. Er sieht mich nicht, oder? Sobald ich jetzt entsneake, sieht er mich halt. Ich will eigentlich gar nicht... Oh Gott, wurde von Poseidons Dreizack, okay. Ich will eigentlich ja nur das TNT. Go! Weg jetzt! Ah!
Und... Boom! Okay, irgendwie hat das gar nichts gebracht, aber es war trotzdem lustig. Okay, wer ist denn Manopigo? Ey, geh weg. Autsch. Dieses Gottschwert, da reißt du halt safe nichts gegen. Also ich weiß nicht, ob wir hier heute gewinnen können. Ich hatte da, glaube ich, echt die eher schlechten Lucky Blocks erwischt. Okay, wir greifen hier einfach mal an, Leute. So, let's go. Ich esse mal nur Pick-Gold-Apfel. So. Die Frage ist, killt das Gottschwert mich, obwohl ich ein... Oh, so ein Enchant... Oh, ich klaue hier gerade diese Enchanted-Dinger. Das ist sehr schön. Danke dafür. Gott, einer kann fliegen. Mitte! Da ist jemand in diesem Gebilde. Ich habe das genau gesehen. Goldapfel, OP-Goldapfel. Und hier. Bam! Weg mit dir! Der kann definitiv fliegen hier auf der Insel. Da oben ist der Beacon. Sieht er uns? Er sieht uns nicht, weil er selbst gerade einen Beacon abbaut. Let's go! Oh nein, er hat uns gesehen. Ah! Okay, wir wurden angegriffen. Den killen wir, Leute. Der hat nicht so guten Stuff. Hoffe ich. Kriegen wir den? Er hat das eine Schwert, was 18 Damage hat, das wir auch hatten. Okay, alt! Oh! Sobald mein OP-Goldapfel weg ist, bin ich ja instant down. Alter! Wir müssen da definitiv mit den Potions arbeiten, Leute. Ich habe hier auch noch so eine OP-Unlucky-Potion. Die werde ich definitiv auch mal benutzen. Als ob da jemand eine volle Water-Rüstung hat. Wo? Mann, ich habe voll den schlechten Stuff verhältnismäßig gesehen. So irgendwie. Ich also würde halt gern den killen. Wieso? Ach, mit Water kann man ja auch fliegen. Oh, man. Okay. Oh, wartet mal, Leute. Das ist so ein Sprungbrett. Ah, sein Beacon ist eh schon weg. Ah, das ist natürlich sehr nice. Ich glaube, der versteckt sich hier drin. No joke jetzt. Oh ja, ich höre, wie er eine Potion nimmt. Golem Lucky Potion? Nein! Okay, er hat uns gesehen. Scheiße. Oh, sein Beacon wird abgebaut. Haha. Tja, verkackt, mein Lieber. Was ist denn meine stärkste Potion? Hat die direkt Schaden 5, Leute. Das ist unsere Möglichkeit, ihn zu killen. Oh Gott, meine Chestbett ist ja im Eimer, sehe ich gerade. Kein Wunder, dass ich so viel Damage kriege. Ich mache also meine Werkbank, Leute. So viel Zeit muss sein, ja. Der in der Water-Rüstung. Wir sind noch zu dritt. Einer hat auf jeden Fall keinen Beacon mehr und der Water... Die haben beide keinen Beacon mehr. Ich versuche den mit der Direktschaden-Potion zu killen mit der Water-Rüstung. Okay, scheiße. Er hat's, glaube ich, gesehen. Vielleicht habe ich Glück und er kommt angelaufen. Nee, er kommt nicht, scheiße. Nein, ich soll das nicht so auffällig machen, ich Idiot. Er kommt. Yes, Alter! Als ob das geklappt hat! So mega geil! Okay, damit müsste er raus sein. 1 gegen 1, aber er ist so OP. Ist er raus? Ich glaube, er ist raus. Hat er noch einen Beacon? Nee, er ist raus. Okay, alles gut. Vielleicht sollte ich echt zu den Water-Blöcken gehen. Villager. Oh, der hat das. Nice. Hat er noch besseren Stuff? Nee, okay. Ich hole mir das Wasserschwert. Das hat zwar nur 17 Damage, aber hat dafür Eile. Ich glaube, das ist ein bisschen besser. Ach, ich ertrinke. Ich Idiot. Ah, deswegen. Er hat einen Gottbow, als ob. Er hat halt auch die Blöcke jetzt geöffnet. Das war echt clever. Okay, ich weiß nicht, ob wir das gewinnen können. Ich gucke gerade, was. Ich habe halt die Potions noch. Hier, was ist die beste davon? Stärke 2, Eile 2. Ich weiß nicht, so OP-Goldapfel, Stärke 2 und dann. Wo ist er hin? Als ob er schon wieder runtergeflogen ist. Ach nee. Hey, wie kommt denn der jetzt dahin? Nein. Unerhört. Nein, mein Beacon ist weg. Weil ich habe noch einen Bogen. Als ob er sich jetzt da so eine Barriere baut. Ist das sein Ernst? Nein, er baut ihn ab. Nein. Ich bin so low, Alter. Jetzt gibt's den Final Fight, Leute. Er wird jetzt runterspringen. Komm runter. Oh Gott, hier brennt alles. Hör auf. Oh, da ist er. Final Fight, Leute. 1 gegen 1. Wir haben beide kein Beacon mehr. Als ob er wegrennt. Trau dich. Herr Hussein. Okay, wir haben uns jetzt zu einem finalen Abschlusskampf verabredet. Er müsste jetzt zu mir kommen gleich in diesen kleinen Raum hier. Okay, wir müssen uns schon mal vorbereiten. Ich habe keine Potion mehr. Okay. Das hat halt das ist halt weniger Damage, aber dafür eilig. Oh Gott, er kommt. Oh Gott, jetzt geht's los, Leute. Er hat irgend so eine Preston Chap. Oh! Ich hätte nicht gedacht, dass ich ihn so schnell kille. Yo, Leute. GG. Ich hoffe, euch hat das Battle gefallen. Flankt mal ganz kräftig den Like-Button und den Abo-Button natürlich auch nicht vergessen. Wenn ihr mehr Lucky Block King sehen möchtet, wird mich auf jeden Fall freuen, Leute. Und klickt jetzt auf das Video, um kostenlos zu abonnieren. Ihr könnt außerdem auf das Video klicken, um auch zu weiteren Videos zu gelangen. Natürlich, Leute, wenn ihr da nichts verpassen wollt, würde mich auch freuen. Dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson. Ciao.